Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Create a Sim Video von mir. Und heute machen wir mal nicht nur einen Sim, sondern wir machen ein Couple, und zwar so ein herbstliches Couple. Ich habe versucht, so die Themen, also das Thema natürlich herbstlich zu machen und die Farben irgendwie so ein bisschen so dunkler zu machen. Brauntöne sind eigentlich immer ziemlich herbstlich und so orange, aber ich habe es jetzt ziemlich einfach nur schwarz, braun, glaube ich, nicht mal so wirklich gemacht. Die Haare. Das war's aber, glaube ich. Also ich habe es einfach so ein bisschen dunkler gestaltet. Und wie ihr es wahrscheinlich auch schon auf dem Thumbnail gesehen habt, soll es halt alles so ein bisschen herbstlich dargestellt sein, weil, wie ihr vielleicht wisst, liebe ich absolut mega, mega doll den Herbst. Ich liebe es über alles, wirklich. Das ist eine... Obwohl Winter mag ich auch sehr, sehr gerne, aber ich weiß nicht, Herbst ist einfach alles nur cozy. So, weil es nicht mehr warm ist, weil irgendwie ist es immer noch ziemlich warm. Das stört mich ein bisschen. Es könnte ruhig schon ein bisschen kühler werden. Aber ich warte einfach, ich bin geduldig. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Sims genauso gut, wie sie mir gefallen haben. Ich fand, das war ein super süßes Couple irgendwie. Sie passen optisch auch total gut zusammen. Falls ihr sie haben möchtet und in eurem Game haben möchtet, könnt ihr sie gerne auf mein Patreon runterladen. Da heiße ich genauso wie hier Not So Special Sims. Der Link dazu ist aber auch natürlich auch in der Bio. Könnt ihr einfach über den Link die beiden downloaden, die Mods in euren Mods-Ordner packen und die Tray-Files mit den ganzen Nullen hinten dran könnt ihr in euren Tray-Ordner packen. Dann sollten sie auf jeden Fall bei euch im Game sein, also in der Bibliothek, dann könnt ihr sie platzieren. Ich habe aber allerdings nur immer das erste Outfit gemacht. Also müsstet ihr tatsächlich dann noch müsstet ihr noch das restliche ganze Zeugs machen, weil da habe ich immer keine Lust drauf. Ich habe aber auch noch ganz, ganz viele andere Sims, also falls ihr irgendwelche anderen Sims noch haben wollt, dann könnt ihr euch die auch auf Patreon runterladen. Ich glaube, ich habe 21 Sim-Downloads, das ist schon crazy viel. Also falls ihr eure ganze Welt und Sims mit meinen Sims besiedeln wollt, könnt ihr das auf jeden Fall tun. Weil ich denke, die haben alle nur so ein, zwei Outfits. Ich bin mir aber nicht sicher. Manche haben vielleicht auch alle Outfits, aber ich weiß es gerade tatsächlich echt gar nicht. Ja, aber heute kommt auch in circa 2 Stunden, nicht mal mehr, kommen die neuen Sets raus, worüber ich mich sehr, sehr doll freue. Wenn ich das gerade aufnehme. Natürlich, wenn das Video draußen ist, dann ist es nicht mehr so lange. Aber jetzt gerade, wo ich aufnehme, in 2 Stunden kommen die Sets. Ich freue mich sehr darauf, sie anzuschauen. Eigentlich wollte ich ja heute darüber ein Video machen, aber irgendwie ist das nichts geworden, weil es einfach zu spät geworden wäre sonst. Ich wollte nämlich eigentlich im Live heute dann die Sachen anschauen mit euch zusammen und dann noch ein bisschen was bauen, weil wir haben ein Penthouse angefangen, das können wir dann weiterbauen. Falls ihr euch die Sets holt, denkt doch gerne an den Promo-Code von mir, Not So Special Sims. Den könnt ihr einfach kurz vorm Bezahlen eingeben, einfach bei Promo-Code. Und dann das dahin schreiben, dann würdet ihr mich finanziell ein bisschen unterstützen. Ich wäre euch super, super, super dankbar. Das machen tatsächlich richtig viele, ist mir aufgefallen. Also, ich weiß nicht, wer von euch das immer macht, aber ich finde, das ist so eine süße, süße Art, sich da irgendwie, weiß ich nicht, mich zu supporten, weil es natürlich nichts kostet. Ihr müsst nicht mehr zahlen, leider aber auch nicht weniger. Aber es ist einfach nur so eine liebe Geste und es machen tatsächlich richtig viele und ich bin echt erstaunt. Das macht mich richtig happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass tatsächlich so viele den benutzen und ich möchte einfach mal ganz kurz Danke sagen, dass ihr das macht. Also falls ihr das wieder machen möchtet, denkt doch gerne dran, meinen Code gleich zu benutzen, falls ihr euch die Sets holen werdet. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf die Sets freut. Ich glaube, dazu kommt auf YouTube jetzt kein Video, aber dann auf jeden Fall auf TikTok ein kleiner Livestream und auf Twitch. Falls ihr den irgendwie nachgucken möchtet, könnt ihr das auf Twitch auf jeden Fall tun. Genau. Und ich habe noch eine ganz, ganz, ganz tolle Nachricht an euch. Hoffentlich. Und zwar funktioniert das die Ranch-Lebensaver wieder, glaube ich. Ich habe es versucht die letzten Tage, da hat gar nichts funktioniert. Seit dem Patch-Update gestern ging dann schon mehr als sonst. Ich habe die Folge noch nicht aufgenommen, das habe ich mich noch nicht getraut und das konnten meine Nerven auch noch nicht, weil mich einfach alles so sauer daran gemacht hat. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus, Leute. Es hat funktioniert. Erst haben die Sims halt wirklich nichts gemacht, also die anderen Tage, wo ich es versucht habe. Und es ist furchtbar, wirklich. Die standen da einfach nur rum und haben nicht reagiert. Es war super, super anstrengend. Und jetzt haben die zum Glück
einiges gemacht. Ich habe so ein paar Sim-Stunden mit denen gespielt und es hat dann da tatsächlich auch ganz gut geklappt. Ja, ich hoffe, es wird was. Ich weiß, es kam jetzt super lange kein Ranch-Leben mehr und es tut mir auch echt leid. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ja, ich will einfach nur, dass es funktioniert. Ich glaube, alles in eine neue Safe-Welt zu übertragen oder so, das wäre auch super anstrengend. Mein CC auszusortieren, das wäre noch anstrengender. Darauf habe ich am wenigsten Bock, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe mich davor ein bisschen gedrückt und wie gesagt, ja, auf das Patch-Update gehofft. Und egal, ich versuche es einfach mal. Wir werden es sehen. Ich bin die nächsten Tage im Urlaub, deswegen wird sich aber nichts ändern. Also, ihr habt keine irgendwie was anderes. Also, ja, es wird sich nichts ändern, einfach. Ne? Es kommt trotzdem immer noch die Videos. Ich habe ein bisschen vorproduziert. Schaltet einfach dienstags, donnerstags und sonntags ein. Es wird alles bleiben, wie es ist. Es kommen einfach nur keine Livestreams im Moment. Für die Leute, die es irgendwie nicht mitbekommen haben, weil ich es irgendwie, ja, in letzter Zeit habe ich es oft erwähnt, damit ihr das alle wisst. Aber ja, falls ihr es nicht mitbekommen habt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Und ich glaube, ich lasse euch jetzt auch alleine die letzten paar Sekündchen. Schaut das Video gerne noch bis zum Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!